Willkommen zurück, meine cheesy Amigos. In der letzten Folge hatten wir einen heftigen Streit mit Basim und unserem Bruder Sigurd. Weil wir ihn so sehr vermissen. Er ist doch unser Bruder. From another mother. Oder wie auch immer. So, in dieser Folge habe ich endlich herausgefunden, wie wir hier reinkommen. So. Und dann werden wir die Quest weitermachen. Jo. Ach so. Kann man die beiden gleichzeitig kaputt machen? Nein. So, und dann wieder raus. Und jetzt könnten wir es bewegen. Jetzt sollte das alles in Ordnung sein. So, raus mit dir, Eva. So, nice. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ein römisches Artefakt. So, wir schauen, wo wir als nächstes hin müssen. Ah, wir können Fertigkeitspunkte vergeben. Wir haben 4 Stück. Und dann schnappen wir uns die Pfeilsalve. Und als nächstes Rindschlag. Kriegerniederschlag. Das soll ganz gut sein. Dann gehen wir dahin. Legel brauchen wir nicht. Bartaxt. Bartäxte sind immer gut. Damit können wir unseren Bart schön pflegen. Verdammt, ich habe vergessen, auf die Weltkarte zu gucken. So. Und untergraben. Hierhin müssen wir. Okay, das ist da hinten. Ich muss dann gleich einmal außen rum. So, können wir hier runter? Oh ja, können wir. Und da gibt es auch was Schönes. So. Schön einsammeln. Und runter. Und dass wir dann mit unserem wunderschönen Pferdchen, Loki, so, zur Quest kommen können. Auf geht's. Die Landschaft sieht doch schön aus. So, den Berg hoch ist Loki natürlich nicht so schnell. Nee, wo ist ein schwerer Mann? Denn das Silber, das wir die ganze Zeit ansammeln, wiegt viel. So. Und dann geh nach. Ich schätze mal, wir werden es noch schaffen. Lauf schneller. Die Quest fertig zu machen heute. Das bedeutet halt auch, dass wir in die Schlacht reiten werden. Gut, hier haben wir alles schon. Da entlang. So. Was ist denn mit dir los? Okay. Hey, hier ist ein Schlüssel. Aber wenn hier ein Schlüssel ist, dann muss hier doch irgendwas zum Öffnen sein. Ah, vielleicht das Haus. Anscheinend nicht. Vielleicht zeigt es uns... Ah, hierhin. Dann wenn wir schon den Schlüssel gesammelt haben, dann holen wir uns das geschwind. So. Auf geht's. Hoffentlich müssen wir dann nur die Tür aufmachen. Ah, hier sind wir durchgeritten mit Sigurd und Basim. So, rein da. Plündern. Eine schöne Truhe. Nice. Eine Waffenrune, auch nice. Und auf geht's. Da entlang. So. Hier müsste das irgendwo sein. Da unten.
hilft er, führt. Dass die immer aus den Büschen spawnen. Ja, da unten. Auf geht's. Edwins Männer, die sind hinter uns her. Wo ist denn hier? Ach so, hier. Du da, was ist los? Sie kommen! Schnell, Männer, sonst fressen sie uns auf! Wo? So, unsere Special aktivieren. Wir haben doch Feuer aktiviert, oh shit. Verstehe manchmal nicht, wieso das nicht so wirklich funktioniert. So, jetzt werden Hände abgehackt. Weil wir es können. Und bang! Keine Hand, schade. Ihr habt doch eine in der Sammlung gefehlt. Wir können dir nicht genug danken. Ich weiß. So, wohin müssen wir als nächstes? Wo müssen wir helfen? Okay. Müssen wir mit denen nochmal sprechen? Anscheinend nicht. Was siehst du? Okay, wo? Dann halt dahin, oder? Keine Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich einfach unterwegs irgendwelchen helfen. Mal schauen, wo wir was finden. Wir bleiben mal auf der Straße. Ich glaube, das ergibt mehr Sinn. Da finden wir mehr Sachen. Ah, hier in der Abtei waren wir schon. Auch wieder mit Sigurd, da haben wir die, ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Name war. Diese Verrückte mit dem Stein befreit, die danach den Stein gar nicht hatte. Ja. Loki, dir geht's gut, gell? Eine Maske. Unten. Ah. Ja, jetzt runter da. So, wieder hoch. So, wir schauen mal, wohin wir weiterhin gehen. In London. Da braucht man nichts. Hier hin. Und dann vielleicht noch da oben hin. Da könnten wir auch noch einen Raubzug machen. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. So, Loki, auf geht's, komm. Dass sich die Kamera immer nach oben versetzt. Sehr nervig. So. Hoffentlich finden wir unterwegs noch irgendwie die Leute, dass wir die schwächen können. Hier ist auch nichts. Go, go. Ah, da hinten ist es. So, Leute. In dieser Folge habe ich die Lautstärke meiner Stimme noch etwas verbessert, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, das ist laut genug. Oder im Verhältnis gut abgemischt. Oh, Füchse. Könnten wir eigentlich auch gebrauchen, aber wir brauchen meistens immer alle Pfeile für den Kampf, also. Oder da sitzen wieder welche im Busch. Zack. Ja, schön beim Laufen, schön Tritt so, zack. Verpiss dich, Alte. Oh. Was ist denn das für ein Gebiet? Jetzt bezahlst du für deine Sünden. Nope. Ich glaube nicht. Komm jetzt.
Böse, böse, die Axt auf dem Schädel. Ich hab bestimmt Kopfweh. Da wir als Jäger spielen. Ach, das ist ein Goliath. Schön in den Schädel rein. Mit zwei Pfeilen. Na egal. Weg. Geh doch weg. Was bist du für ein fauler Hund? Schön auf die Klöten. Oh, nice. Ah, hier ist doch jemand. Ja, und wo schießt er? Ah, egal. So, hier ist die Truhe. Finde den Schlüssel. Nachricht eines Räubers. Jungs, da ist ein großer Hirsch draußen beim Teich am Rand von Oxnafort. Den habe ich noch nie gesehen. Was meint ihr? Sollen wir nächstes Mal, wenn wir uns volllaufen lassen, ein paar Zielübungen machen? Ja, natürlich. Die haben auch den weißen Hirsch getroffen, so wie wir. Oh, das wäre erledigt. Das steckt hier drin. Zack. Das gibt mir dann ein Leder. So, Doppelfallen. Funktioniert das Ganze natürlich besser. Proviant ist voll. Was ist das hier? Trinken. Hat er hier einen riesigen Batzen Met neben sich stehen oder what the fuck? Dem geht's ja zu gut hier. Oh, müssen wir da hinten hin? Vielleicht können wir hier noch jemandem helfen. Sieht so aus, da brennt ein Haus. Eine Hütte. Oder? Ein Feuer. Ah, wir sind leicht angetrunken. Das merkt man. Das Bild wackelt nämlich etwas. Also war das Met. Ja. So würde mein Thron auch aussehen. Aber wann holen wir die Ernte ein? Oh Gott, muss ich... Oh, er baut hier ein Schiff. Bläht ihr Winde! Bläht meine Segel! Tag! Du bist weit weg von zu Hause, Nordmann. Oh, das mag sein. Doch meine 60 Winter konnten meinen Hunger auf Raubzüge nicht stillen. Und ich habe die beste Mannschaft weit und breit. Du hast keine Mannschaft. Siehst du sie nicht? Alles gestandene Kerle. Und du... Mach dich nützlich und hilf das Schiff startklar zu machen. Und wie? Was machen wir hier? Ja, bring das Erz. Waffen und Schilde müssen gerichtet werden. Aber du hast keinen Schmied. Unfug. Der schwarze Björn ist hier irgendwo. Das ist unser Mann. Hä? Was ist das hier? Rick Sökgurna, Seite 5. 5. Der goldgebende Krieger des Lichts. Nach diesen Taten wuchs Ricks Ruhm und König Hardon, der immer noch verärgert über die Geschehnisse in Nidaros war, schickte einen Kriegstrupp, um sich an ihm zu rächen. Rick ritt auf seinem Ross, als er die schwarzen Schiffe Hardons anlanden sah. Zahlreiche kampferprobte Krieger gingen an Land. Rasch ritt er zurück nach Goldnest und sah seine verängstigten Bewohner an. Er lächelte von den Mauern Goldnest herab und sagte, »Wir werden diese Schlacht verlieren, wenn wir sie schlagen. Doch manche Schlacht kann gewonnen werden, ohne sie auszutragen.« Er befahl seinen Männern, alle Goldtinte für die Bücher zu nehmen und die Pferde des Clans golden anzumalen. Dies war schnell geschehen und so ritt er mit seinen besten Reitern los. Sie ritten, bis sie in Hörweite von Hardons Heer waren. Dann wartete er, bis die Sonne tief stand und befahl seinen Männern, ihm schnell zu folgen und hart zuzuschlagen.
Harons Krieger waren geblendet, als die Pferde die Sonne spiegelten, und selbst sein vergoldetes Lächeln warf dem Feind gleißendes Licht entgegen. Ricks goldenes Pferd führte einen schillernden, blitzartigen Ansturm. Die Seelen der Feinde waren von Furcht erfüllt. »Wir können nicht gegen einen Feind kämpfen, der unsere Augen verbrennt«, sagten sie ihrem Hauptmann. So zogen sie sich zurück und erfuhren erst Tage später, dass Rick mit nicht mehr als 10 tapferen Getreuen gegen sie geritten war. Goldenes feierte und Ricks Ruhm wuchs immer weiter. Das goldene Pferd von Rick war Goldrassil und es war im ganzen nördlichen Königreich bekannt. Als es starb, wurde es auf einem Scheiterhaufen mit 8 Menschenopfern und 200 Kühen verbrannt. In dieser Zeit kannte man ihn als Rick Goldhaut. Rick, verdammt nochmal, was geht doch nicht? Muss ich das hier jetzt machen? Passiert irgendwas? Ah, vielleicht hier jetzt. Bringt Planken! Wenn die Stürme hereinbrechen, müssen wir das Schiff instand halten. Wieso macht er überhaupt bei sowas mit? Irgendwelche Verrückten, die irgendeine Scheiße bauen. Damit können wir die Mauern von Festen in Brand setzen. Wir sind bereit, auf die stürmische See hinauszufahren. Ruf Skarde, Knut und den Rest der Männer. Stoß ins Horn! Okay. Das Schlachthorn ist ertönt! Männer, lasst den Blutregen wie einen Sturm nieder! Wölfe! Feinde! Okay. Das sind sächsische Wölfe. So. Ja, Wölfe. Mann, was sind das für Verrückte hier die ganze Zeit? Du kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Männer haben heldenhaft gekämpft. Kein Sachse steht mehr. Ganz wie früher. Mein Freund, da waren keine Männer. Nur du und ich. Und deine Sachsen waren räudige Wölfe. Nein. Björn, Skade, sie waren alle hier und kämpften an meiner Seite. So wie schon vor Urzeiten. Die Wölfe zucken noch. Das waren Schatten auf einem Geisterschiff. Deine Tage des Plünderns sind vorbei. Deine Männer speisen längst in Valhall. Kann das sein? Wenn, dann war es das wert. Ein letzter Raubzug. Ich danke dir. Der Typ flippt vollkommen aus. Wie der heftig abfeiert. Oh Mann. Zucken die noch? Nee, ihr habt Sorge gesehen. Die haben einfach die ganze Zeit hier rumgezuckt. Okay, wir schauen. Wo können wir als nächstes hin? Hier hin. So. Auf geht's. Da hoch. Auf geht's, Loki. Ich da. Hier rum geht vielleicht schneller. Was ist das? Mal wieder Wölfe. Ja, nee. Nee. Kein Bock. Gar keinen Bock. Wo kann ich denn jetzt die Quest eigentlich weitermachen? Oder ich glaube, die fühlt sich auch leicht. Fallener Schrein von Camulus. Was ist das hier? Ein Lager? Da ist Eivor. Wir stehen dir zur Seite. Die Mauer, die uns aufhält, wurde noch nicht gebaut. Bevor wir da runtergehen. Okay. Holen wir uns den Schlüssel. So. Okay. Habe verstanden. Und hier hoch. Wer hätte es gedacht, man kann natürlich nicht einfach so rein. Okay, dann können wir das hier benutzen. Wie praktisch, dass das nebenbei jemand eingestellt hat. So, runter. Ruhe. Schlüssel. Sonst ist hier nichts. Dann können wir wieder hoch. Zum Glück schafft er das hier raus. Weil da oben ist ja nochmal ein Schlüssel.
Den holen wir uns auch. Okay, da ist der Eingang zu. So, dann hoch. Nächsten Schlüssel und wer weiß, vielleicht können wir ja die Schlacht schon schlagen. Ohne das zu schwächen. Das wäre natürlich sensationell. Wenn die Gegner etwas stärker sind, ist das gar nicht so schlimm. Da frage ich mich, wie kommen wir da unten rein? Überblicke das Land, Freunde. Gucken, ob du was findest. Außer da habe ich eigentlich nichts gesehen. Das ist mir ein Vogel, wenn da so viele Bäume sind, dann sieht man einfach gar nichts. Dann kann ich auch umherlaufen. Okay, hier gibt es nirgendwo rein. Ah, hier. Das hätten wir halt mit dem Raben never ever gefunden. Brenne. Brenne. Ein schönes Feuer hier. Schaut euch das an, wie schön die brennen. Lesen. Camulus Ritual. Bete zu Christus für Vergebung, aber für Tapferkeit im Kampfe wende dich an die alten Götter. Opfere dem boxhörnigen Gott Camulus. Dann wird dein Mut auch den standhaftesten Feind in die Knie zwingen. O Camulus, O Camulus, wie groß sind deine Blätter? So, kennt jeder natürlich. Camulus-Lied. Zwei Fertigkeitspunkte. Okay. So, wir können wieder raus. Und wieder ein schöner Kupfernickel bauen und Titan. So, hoch geht's. So kam er los, so kam er los. Nö, 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 nö. Okay, ist okay. Wir sind noch nicht bereit für den Angriff. Edwin ist zu stark und zu gut versorgt. Und sie erwartet Verstärkung. Ich bin bald zurück. Ach verdammt, dann zeig mir doch wenigstens, wohin ich hin muss. Dann gehen wir hier hin. Also zuerst hier hin. Das hier. Und das mit der Börse, dann warten wir uns und schauen mal, was wir da machen können. So, da hinten hin. Aber für diese Folge war's das, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Und hade, ciao.